So, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Projekt. Wie ihr sehen könnt, Pokémon Platin Edition, aber wer den Titel lesen kann des Videos, der weiß, dass es nicht die normale Platin ist, sondern wir spielen Pokémon Platin. Das ist ein Hack, der schon einige Jahre alt ist, also denke ich auch mal nicht so unbekannt. Pokémon Platin ist so eine Art, ja, schwere oder erschwerte Platin-Edition. Und es geht schon wieder neu los. Naja, was soll's. Ja, Pokémon Platin. Ich drücke jetzt einfach mal Start, damit hier nicht die ganze Zeit immer das Intro weitergeht. Und ich erkläre es erstmal, was ich hier vorhabe. Und zwar, wir spielen nicht nur normal Pokémon Platin, nein, wir spielen sogar das Ganze hier mit einer Nuzlocke-Challenge. Die Nuzlocke-Challenge habe ich ja schon mal gemacht. Mein letztes Projekt war ja Pokémon Smaragd, da noch plus Randomizer und Nuzlocke-Challenge. Diesmal hier Platin nur als Nuzlocke. Und ich erkläre mal ganz kurz, was die Nuzlocke-Challenge beinhaltet, für die, die es noch nicht wissen. Ein Pokémon, das besiegt wird, gilt als verstorben und man muss es freilassen. Man kann sich aber wieder heilen, man muss es einfach freilassen, ja. Zudem darf man nur das erste Pokémon, das man auf einer neuen Route sieht oder in neuem Bereich oder neuen Stadt oder wo auch immer man Pokémon finden kann, nur das erste darf man da wirklich fangen und behalten. Wenn man es nicht fängt, das erstgesehene Pokémon, darf man danach keins weiter fangen. So. Ja, und dann muss man jedem Pokémon noch Spitznamen geben. Das sagt einfach die Nuzlocke-Challenge so. Wegen der engen Bindung zum Pokémon. Ja. Die ganzen Regeln und so weiter könnt ihr nochmal unten in der Videobeschreibung nachlesen. Falls ihr es nicht mitgekommen seid, habt da einen Artikel zu PokéWiki verlinkt. Ist eigentlich ganz einfach. Müsst ihr einfach mal nur nachschauen. Ja, und Pokémon Platin ist eigentlich von der Story her gesehen und wie es aufgebaut ist, ähnlich oder fast genauso wie die normale Platin. Nur, wie schon gesagt, es ist eine wirklich sehr, sehr schwere Platin. Also es ist ein Hack, der wirklich anspruchsvoll ist. Es gibt insgesamt alle Pokémon, die es bisher bis in die vierte Generation gegeben hat. Und das sind ja, glaube ich, 493 oder so. Ich habe keine Ahnung, es sind mittlerweile ja schon 6 Generationen draußen. Da weiß ich nicht genau, wie es bis zur vierten, ich glaube wirklich 493 waren es. Ich habe vorhin die Zahl gelesen gehabt. Ansonsten, die Arenaleiter haben stärkere Pokémon. Wirklich viel stärkere Pokémon. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die es normalerweise nicht in der Edition gibt. Zum Beispiel kann man in der Edition selber solche Pokémon wie Simsala, Kadabra zu Simsala oder Apollo zu Gengar entwickeln, und zwar per Level Up. Das ist auch möglich. Ja, ansonsten, weitere Regeln fallen mir gerade nicht ein. Das werde ich dann, denke ich mal, später noch erklären. So, ja, wir starten einfach mal das Game. Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, von der Story her gesehen, ihr dürftet eigentlich die Platin kennen. Ich werde das Ganze hier einfach mal so durchlaufen lassen. Wir brauchen auch keine Infos mehr. Ja, diese Welt wird für Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. So, und jetzt müssen wir hier. Moment. So, jetzt kann ich ihn berühren. So, ja. Ich bin sehr gespannt. Es wird brutal, weil Platin ist echt hammerschwer. Ich hatte sie noch nicht komplett durch. Ich habe sie selber privat schon mal so ja, angefangen zu spielen. Bin, glaube ich, oh, keine Ahnung. Das ist schon lange her. Ich glaube, bis zur Hälfte oder keine Ahnung, bis ich schon nicht gekommen bin. Auf jeden Fall war sie brutal. Und ja, ich nenne mich diesmal nicht Shadow, ich nenne mich diesmal Olli, wie ich auch normal heiße. So. Ja, korrekt, ich bin Olli. Und ja, legen wir los. Ich habe auf jeden Fall Angst. Und jetzt brauchen wir einen Namen für unseren Rivalen. Hm.
Was ist denn ein guter Name für den Typen hier? Ich weiß nicht. Er hat eine seltsame Frisur. Also ich möchte niemanden da jetzt nach benennen. Ich nenne ihn einfach Lauch, weil er ist halt einfach ein Lauch. Okay. Gut. Ja, so wie erstmal zum Intro. Und ja genau, die Nasuk Challenge, das sollte ich eventuell auch direkt erwähnen, fängt erst an, sobald man Pokebälle hat. Also das wird jetzt, denke ich mal, noch nicht direkt passieren. Ich werde jetzt so schnell wie möglich irgendwie versuchen, an Pokebälle zu kommen, damit wir unser erstes Pokémon fangen können. Ah ja, Insmaragd, das war ja noch Zeiten, ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern, dass als ich mit einem Pokéball mein Kyogre gefangen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Und ja, wir haben einen anderen Rivalen, oder es sieht auf jeden Fall vom Sprite her gesehen anders aus. Kann auch sein, dass es nur am Anfang so ist, dass der Rivale später trotzdem noch kommt. Nee, das ist Lauch. Das ist Lauch, okay. Irgendwie seltsam, naja. So, gucken wir mal schnell. Als allererstes möchte ich mal schnell in die Optionen gehen, um nämlich das Texttempo auf 3 zu stellen. Vielleicht den Rahmen noch ein bisschen anders hier. Wobei, doch, das sieht gut aus. Ja. So, hatten wir hier am PC irgendwas gehabt? Nee, ich habe jetzt eigentlich mit einem Trank gerechnet, aber das Spiel, das gönnt einen nichts. Gut. Unsere Mutter. Olli, Lauch ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Ja, da werden wir das auch mal auf den Grund gehen. Geh ich ins hohe Gras? Ja, das weiß ich doch. Ich habe noch kein Pokémon. Finde ich sehr merkwürdig. Normalerweise hätten da die Leute niemals ihr Dorf verlassen dürfen. Weil keine Pokémon haben. Bums! Was? Wie? Hey, Olli! Hey, ich gehe zu Professor Eibe und du kommst mit. Beeil dich! Ah, ich habe was vergessen. Dieser Lauch. Na, let's go. Ich nehme auch besser meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey Olli, ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Das sehe ich aber nicht so, mein Freund. So, schauen wir mal, wie weit wir jetzt in diesem Part noch kommen. Ich werde jeden Part ca. so 15 Minuten machen, weil ihr seht, es ist mit einem schönen Rahmen drumherum, so ein bisschen schön bearbeitet. Das Ganze ein bisschen aufwendig zu rendern, deswegen mache ich immer 15 Minuten Parts, denke ich mal, ist auch gar nicht mal so verkehrt. 15 Minuten ist sind auch schnell geguckt, würde ich sagen. Und ja, hier das Intro, das ja, ihr besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr denn durch das hohe Gras gehen? Ja, und so weiter und so fort, bla bla bla. Komm, wir wollen hier die Nuzlocke-Challenge spielen. Am Anfang ist halt wirklich, gähn, langweilig. Ups, nein, das habe ich aus dem Nein gedrückt. Ja, ja, wir lieben Pokémon. Ja, ja, komm, gib mir jetzt mein Pokémon. Und ich bin gerade überlegen, welches Pokémon ich nehme und wie ich es nenne. Oh, jetzt kommt die auch noch. Okay,
Gut, dann. Also wir haben hier die Wahl zwischen Schillast, Panflam und Pliprin. Ah ja, und ich habe mir das auch schon vor der Aufnahme überlegt. Und meiner Meinung nach ist wirklich Panflam die bessere Wahl. Also, Schillast ist ein bisschen, ich weiß nicht. Pflanzen-Pokémon der Nuzlocke-Challenge sind sowieso ein bisschen riskant und in Bladiblati, nee. Mm-mm. Einfach nein. Kliprin ist irgendwie ein bisschen langsam, glaube ich. Und auch nicht wirklich stark am Anfang. Ich versuche mal mit Panflam. Das wird später Panferno, ist ein ziemlich geiler Sweeper. Ich schau mal. Ich muss dazu auch sagen, ich habe sehr, sehr lange kein Pokémon mehr gespielt. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich gewagter Einstieg. Ich meine, gleich mal mit Bladiblatin hier zu starten. Und jetzt kommt unser erster Kampf. Und wenn wir den jetzt verlieren, dann ist das LP vorbei. Weil wir dann kein kampffähiges Pokémon mehr haben und es gilt als verstorben und muss freigelassen werden, theoretisch. Naja, mal gucken, wie wir uns beim ersten Kampf anstellen. Silberblick. Mhm, Kanimani. Ich bin gespannt. Ich nehme mal weiter Kratzer. Am Anfang kann man ja eh nicht viel machen. Oh. Das zerstört ganz schön unsere Verteidigung. Oh, shit. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das wird ganz schön knapp hier. Okay, jetzt mach nochmal Silberblick. Jetzt muss ich nur noch treffen. Wenn ich jetzt treffe, dann dürfte das eigentlich gelaufen sein. Ja, sehr schön. Dankeschön. Damit den ersten Kampf des LPs geschafft. Das ist doch schon mal gut. Und wir erreichen Level 6. Ah, wir konnten doch gar keinen Spitznamen aussuchen. Stimmt, das können wir erst danach. Ja, das war's für dich. Normalerweise hast du die Nestung-Challenge jetzt verloren und musst nach Hause gehen, aber NPCs sind halt OP, ne? Was ist denn los, Schatz? Liebes Bisschen, du hast das alles erlebt? Du und Lauch können von Glück reden, dass ihr auf Professor Eibe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Olli, ich denke, du solltest Professor Eibe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in St. Gemmo, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, und ich habe hier noch was für dich. Hier, Olli, zieh die an. Nice, jetzt haben wir Torbetreter. Da können wir wenigstens ein bisschen schneller rammeln. Und ja, super. Schön. Nice. Gut, wieso können wir unserem Pokémon keinen Spitznamen geben? Geht das in der nächsten Stadt? Ich glaube schon, oder? Du bist langsam, Olli, ich bin die Warterei Leitz. Ich besuche Professor Eibe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Nun denk mal nach, wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Ihr habt ganz bestimmt. So, ja, wir müssen jetzt zum See, zum Wahrheitsufer. Aber das, meine Freunde, machen wir erst im nächsten Part von Let's Play von Let's Play Pokémon Bladiblatin Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und bis zum nächsten Mal. Und by the way, ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, Spitznamen in die Kommentare schreiben, also Wünsche, ob ihr zum Beispiel ein Pokémon sein wollt in meinem Let's Play. Das haben wir in Smaragd auch schon so gehandhabt, ne? Also einfach hier fleißig kommentieren und dann könnt ihr auch eventuell hier im LP mit dabei sein. Ja, also soweit dazu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.